Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Wir sind hier am 18. Tag des Sommers und eigentlich soll es mir sogar ganz recht sein, dass es heute regnet, ehrlich gesagt. Ich musste zwar meine Viecher reinholen, ich dachte schon, steht jemand da vorne, weil es so lange geladen hat. Oh, Tomaten sind fertig, das ist gut. Ist hier nochmal was? Nein. Eigentlich soll es mir ja ganz... Oh, Zwiebeln sind... Sind die Zwiebeln? Ui. State, du hast heute gut was zu arbeiten, würde ich jetzt mal meinen. Wie schaut's denn vom Geld her aus? Ach, ist recht, gerade ums Arsch lecken, nicht für eine Kuh. Eigentlich soll's mir ja heute wirklich ganz recht sein, dass es regnet, weil, ja, ich brauche heute nicht gießen. Und da Aqua sowieso nicht alleine damit fertig wird, soll das mir noch ganz recht sein, weil dann spare ich brutal viel Arbeit und brutal viel Energie und kann also richtig schön in die Mine gehen. So. Na. Dankeschön. So, gehst du da... Ja gut, ich komme auch so hin. Jetzt ja kurz die beiden füttern. Eigentlich kann ich dann gleich mal in die Mine gehen. Also wenn ich mich jetzt gleich um meine Hühner kümmere. Alter, das wird so schön. Heute wird schon wieder... Heute wird richtig Geld gemacht, sage ich euch. Dann was? Ja gut, eigentlich kann ich dann gleich wieder... Nee, die Tomaten wachsen nach. Die Zwiebeln wachsen auch nach. Sowieso ganz komisch. Wieso wachsen Zwiebeln nach? Oder? Die wachsen doch nach. Also sah es wenigstens danach aus. Macht zwar keinen Sinn in meinen Augen, aber es ist okay. Es ist okay. Sag ich jetzt mal, es ist okay. Es macht auch keinen Sinn, dass Hühner es mögen, dass ich sie hochhebe und dann in irgendeine andere Richtung einfach hinschmeiße nach dem Motto, da frisst dein Scheiß doch alleine. Aber, tja. Das passt schon. So, jetzt schauen wir mal. Nein, sie wachsen nicht nach. Sehr schön. Ja gut, was heißt jetzt sehr schön, aber hm. Hundi. Heute ist es doch nass draußen. So. Da. Darfst wieder rein. Ich könnte auch mal ein bisschen mehr Mais anbauen. Also nochmal ein Feld. So ein weiteres Feld würde mir ehrlich gesagt ganz gut tun. So, jetzt will ich noch kurz das blaue Kraut essen, einfach um die letzte Energie wieder zu bekommen, die ich verbraucht habe. Da. Na dann. Wunderbar, Rix. Machen wir uns gleich mal auf die Suche nach wertvollem Mithril. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich gleich, danke. Am besten wäre es, wenn ich gleich zwei hätte. Also zweimal Mithril finden würde. Am besten wäre es, wenn ich gleich tausendmal Mithril finden würde. Ja, also so geht es dann doch ein bisschen gemütlicher. Muss ich sagen, also ich habe nichts dagegen, wenn es weiterhin so bleibt. Ja, wunderbar, Rix. So habe ich nichts dagegen, weil so komme ich ganz gut voran und sollte eigentlich auch dementsprechend viel Mithril finden können. Na, am besten gleich mal die Wand einreißen, genau. Warum auch nicht? Mir ist langweilig, ich reiße jetzt die Wand ein. Ja, okay. Dieses Mal haben wir jetzt nicht so viel Glück, leider. Du kannst weg. Weg. Was will ich mit so Kleinviech wie Bronze, Kupfer, Gedönsteil da? Hier, Mithril, das ist das einzig Wahre. Gold, ja, vielleicht lasse ich mir noch Gold irgendwie noch eingehen, aber eher Mithril. Weil ich will so wenig Goldwerkzeuge wie nur irgendwie möglich haben. Weil Gold einfach scheiße ist. Ich mag Gold nicht. Ich mag die Farbe einfach nicht. Es ist hässlich. Das ist nicht edel oder so. Das ist hässlich. Es ist scheiße.
Na komm. Wo ist die Treppe? Wo ist die Treppe? Brave Treppe. Oh. Habe ich mal kurz ein schwarzes Gras noch. Das hilft natürlich. Oh, wunderbar. Ich sollte vielleicht auch mal schauen, auf welcher Ebene ich gerade bin. Auf welcher Ebene will ich jetzt eigentlich mal mit der Mithrilsuche beginnen, weil finde ich ja eigentlich schon relativ früh. Oh, ich finde jetzt schon Gold. Ich glaube, weit muss ich nicht mehr runter. Also wenn ich jetzt schon massig Gold finde, auf Ebene 7 bin ich jetzt erst, wow. Ich weiß nicht, schauen wir uns einfach mal um. Ja, simulier mal nicht. Nee. Nee. Ich, nee, nee. Nee, das Silber schmeißen wir alles weg. Nee. Nee. Auch das Gold schmeiße ich weg. Ich will Mithril. Oh. Okay. Ja, das wusste ich natürlich, dass die da ist. Die kann ich gleich, das kann ich gleich mal essen. Das passt mir ganz gut. Das habe ich noch ein schwarzes Kraut in der Hinterhand. Das passt mir soweit ganz gut. Ich möchte gerne ein bisschen Mithril, kein Gold. Aber bis jetzt hat das Spiel noch nicht so ganz... Also eigentlich, wenn ich mir das jetzt mal so überlege... Ja, ich komme über die 5000. Ich könnte mir noch eine Kuh kaufen, aber nein, heute werde ich mir definitiv Saatgut kaufen. Autsch! Jetzt schon? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Mithril. Vielleicht nochmal. Ja, da merkt man aber mal, wie viel das gegeben hat. Das schwarze Kraut. Ja, wunderbar. Ein zweites Mithril. Eigentlich genau das, was ich wollte. Zweimal Mithril. Das war es aber zum Schluss noch ganz schön riskant. Aber gut, ich brauche heute eh nichts mehr arbeiten. Und eigentlich... nee, ich kann das jetzt nicht zum Schärfen geben. Zum Bearbeiten. Also ich habe jetzt gemeint, ich kann jetzt eigentlich gleich meine Hacke abgeben, dass die gleich bearbeitet wird. Aber nein. Geht ja relativ schlecht, weil dann habe ich kein Geld mehr für Saatgut. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es kostet, aber ich vermute jetzt mal, dass es auf Mithril wahrscheinlich irgendwas mit 5000 kostet. Vermute ich jetzt einfach mal stark. Also auf Kupfer kostet es 1000, Silber 2000, Gold 3000. Ja, dann ist Mithril 4000. Nach Adam Riese. Wie viel... Ja, das sind dann 1000, die ich für Saatgut habe. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Vor allem 1000, wo ich für Saatgut habe. Aber ich muss ja noch Wein kaufen. Um Gottes Willen, ich muss noch Wein kaufen. Jetzt aber hier mal, hier. Komm. Das wird jetzt sehr knapp. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Komm, 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 komm. Ja, ich glaube, jetzt hat er zu. Komm, die eine Minute. Die eine Minute. Ja gut, ja, was soll man sagen? Ich bin ja selber froh, wenn ich pünktlich zumache.
So, steht da eigentlich auch irgendwie... Ne, es steht nicht, dass irgendwie nachwachsend ist. Dann hole ich mir nochmal ein paar Zwiebeln. Soll ich ein bisschen Mais noch? Oder Getreide? Ich mache jetzt mal noch mal ein Feld... Oder machen wir zwei Felder davon. Und... Machen wir nochmal ein bisschen... Bisschen Zwiebeln. Weil Zwiebeln einfach schneller wachsen als Tomaten und mir somit schneller Geld geben. Da. Und schnelles Geld kann ich gerade doch ganz gut gebrauchen. Außerdem kann ich dann nochmal ein bisschen was jetzt hat, aufhacken. Wobei, ich habe die Energie nicht dazu. Dass ich jetzt noch groß irgendwie mit der Hacke irgendwie rumrenne. Wobei man... Lass mal. So, nein, da. Bitteschön. So, die anderen beiden sind arbeiten. Das ist schön. Ja, und für Karen habe ich halt heute nichts, also... Ja. Heute halt mal kein Wein für sie. Das ist heute ihr Ausnüchterungstag. Muss auch mal sein. So, jetzt mal hier das ganze Zeug noch mitnehmen. Wie sieht's jetzt... Ja, die Angel könnte ich jetzt auch bald mal wieder machen. Ich habe eine Idee. Jetzt gibt's was... Ah, verdammte Scheiße. Na, hier scheint die Satellites aber langsamer zu gehen als dort, wo ich wohne. Der macht gerade Pause. Dieses Sackgesicht. Jetzt wollte ich mir gerade mal was zum Essen bei ihm kaufen. Einfach damit ich wieder ein bisschen Energie habe, aber nein. Nö, heute habe ich keinen Bock zu kochen. Jetzt komm, Duck, sei aber wenigstens du da, Duck. Ist okay. Ist okay. Danke, Spiel. Danke. Dann gibt's heute eben doch nicht mehr so viel zu tun, aber... Na gut, ein bisschen was. Ich kann jetzt noch das ganze Zeug aussehen. Weil ich bezweifle, dass... Und ich kann wahrscheinlich beim Ernten mithelfen. Nein! Jetzt habe ich meinen Mithril verkauft. Jetzt habe ich meinen Mithril verkauft. Ja. Ist okay. Ja, der ist noch lange nicht fertig. Da ist Getreide. Dann nehmen wir doch jetzt einfach mal noch das Feld hier. Und das hier. So, jetzt können wir mal die ganzen Zwiebeln noch holen. Und ich lege definitiv kurz, Ach, kann ich nicht. Ich kann da keinen Mithril reinlegen, schade. Ich glaube, das habe ich schon mal... Kann es sein, dass ich das schon mal probiert habe? Kann auf jeden Fall sein. So. Nimm das mal mit. Danke. Ja, Aqua macht sich heute einen chilligen Tag. Kann man ihm nicht verübeln. Oh, er hat doch alles geschafft anscheinend. Ohne meine Hilfe. Nee, sonst... Wunderbar, Rex. Nee, oh, jetzt musste ich echt überlegen. Nicht, dass ich meinen Mithrilis auf einmal noch wegschmeiß. So, jetzt erstmal hier. Ein bisschen aufräumen. Ah, das kotzt mich jetzt an, dass ich mein zweites Mithril verkauft habe.
Ja, aber gut, gleichzeitig muss ich sagen, es hat mich jetzt eh die ganze Zeit nur behindert. Ich konnte es eh nicht ablegen, leider. Ich habe noch kein Regal. So. Das ist noch kurz, dass es hier halt wieder ein bisschen sauberer aussieht. Und nicht so wie Tante Emmas Bordell. So. Ja. So, jetzt gefällt mir das. Ist noch einer von den Erntewichteln da? Ja! Ja, du hast heute gut gearbeitet. Da. Du hast heute sehr gut gearbeitet. Ah, Hund, die schläft schon. Kann mir ihm auch nicht verübeln. Wie? Ja, ich hab verschlafen. Morgen Sonnenschein. Schön. Sehr schön. Anscheinend gibt's gerade gar nichts beim Teleshopping-Kanal. Na, das Kuhfestival ist morgen auf dem Rosenplatz. Lässt du eine Kuh von London teilnehmen? No. Das ist schade. Ich dachte, du hättest eine gute Chance. Verpiss dich! Nein, ich habe nicht mal den Ansatz einer Chance. Bei dem Kuhfestival, da braucht man Kühe, die Milch geben und zwar Gescheitmilch geben. Also mit so einer Essmilch oder so brauche ich da gar nicht anfangen. Das bedeutet nächstes Jahr. Nächstes Jahr kann ich da mitmachen. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich bekommen? Ui. Ja. Ja, ich habe Geld. Habe ich es jetzt... Ja, ich habe gebürstet. So, Hacke kann ich jetzt gleich eigentlich mal weggeben. Halt. Merkt man sie die noch? Komm her. So. Hacke gebe ich jetzt gleich mal weg. Oder will ich die Sichel weggeben? Ja, Hacke ist halt wie gesagt logischer, weil dann ist es einfacher nach mit Drill zuzugraben, wenn ich weniger Energie habe. Ich glaube, dann bleibe ich bei der Hacke. Kann ich gleich mal schauen? Ne, das war der falsche. Weltkarte. Wann machten Saibara auf? Um 10. Das ist schön. Das ist eine schöne Zeit. Um 10 macht er auf, aber hat halt dann bis 6 offen. Bis 4. Ist halt dann mal wenigstens ein bisschen Zeit, wo er offen hat. Nicht hier so 3 Stunden wie manch gewisse andere Läden. Die ich jetzt mal nicht erwähnen möchte. Aber es wird dort Wein verkauft. So. Die alle gleich wieder ins Freie. Dann spare ich ein bisschen Futter und glücklich sind sie auch. Eigentlich wäre es doch viel logischer gewesen, wenn ich das Tiergelände hier unten hingebaut hätte. Für die Hühner. Das wäre doch viel logischer gewesen. Das Problem ist, das kommt mir erst jetzt. Seit zig Jahren spiele ich dieses Spiel und ich habe den Käfig, sage ich jetzt einfach mal die Umrandung, immer da oben hingebaut. Nie unten bei den Hühnern. Warum? Jetzt ist es schon da oben. Jetzt ist es halt schon so. So. Komm her. Wunderbarigst. Und dann... Du noch. Wunderbar. Okay. Jetzt muss ich mich kurz ein bisschen beeilen, weil ich auch noch Wein kaufen möchte. So. Ich will mal aufrüsten. Und zwar die Hacke. Damit. Doch 5000. Warum? Kupfer kostet... Vielleicht kostet es auf Kupfer 2000, nicht 1000. Das würde dann Sinn machen.
Hey, ich muss arbeiten, verpiss dich! Bin ja schon weg. Wie? Weltkarte. Ja. Okay. Ist okay. Das Spiel halt. So, jetzt kaufe ich mir... ich muss jetzt vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Einmal noch Mehl geht. So, das kann ich noch einpacken. Weil, dann kann ich mir eigentlich gleich mal noch eine Kuh kaufen. Wenn ich schon mal dabei bin. Oder ein Schaf. Zwei Kühe habe ich ja schon. Könnte ich mir eigentlich noch ein Schaf kaufen, aber Kühe sind dann lukrativer. So, da. Du hast doch mittlerweile drei Herzen, oder? Nein, hast du nicht. Hast du nicht, okay. Drei Tage und du arbeitest noch sechs Tage. Okay. Könnte ich mir eigentlich ein Schaf kaufen? Habe ich nämlich nochmal 1000 in der Hinterhand. Na gut, heute verdiene ich natürlich auch nochmal ein bisschen Geld. Ich muss halt jetzt auch bedenken, ich habe jetzt 4 Tage meine Hacke nicht. Und das ist Kacke. Ja gut, ich kann die heutige Energie dafür hernehmen, dass ich die Angel wieder ein bisschen verbessere. Würde ich jetzt mal meinen. Weil wie gesagt, bis zum Winter muss ich sie auf Mithril haben, aber ganz ehrlich, ich glaube, das kriege ich hin. Ich kaufe und will noch kaufen. Ja, jetzt ist die Frage. Eine Kuh oder ein Schaf? Oder ein Schaf und die Glocke. Wir nehmen uns... Nehmen wir uns ein Schaf. Unser Schaf bekommt natürlich auch den innovativsten Namen aller Zeiten für alle Schäfer dieser Welt. Mäme. Aber du kriegst ein Herz. Irgendwie ist es jetzt gerade voll... ich wollte noch die Kuhglocke kaufen. Irgendwie ist es jetzt gerade voll gemein, auch wenn ich die eigentlich niemals brauchen werde. Irgendwie ist es gerade echt voll gemein. Da, die alle ohne Herz. Da, mit Herz, mit Herz. Alle meine Hühner ohne Herz, die sind ungeliebt. Meine Hühner sind alle ungeliebt. Es tut mir leid. So, jetzt können wir uns... ja, ich kann jetzt gleich mal nachschauen. Das gibt's doch nicht. Das Blöde ist, ich muss immer auf der Weltkarte schauen, weil sonst... Samstags 11 bis 16, scheiße. Da denke ich ein einziges Mal dran, dass ich bei ihm mal vorbeischauen könnte. Wie das jetzt denn ist vom Umbauen her. Aber nö, soll nicht sein. Na. So, das große Feld hinten, das brauche ich gar nicht mehr abgrasen, weil... Also, ich werde es abgrasen, aber das brauche ich jetzt nicht irgendwie abhetzen, weil... Wird eh nichts mehr. Kann ich stattdessen hier irgendwas helfen? Nein, da ist alles geerntet. So, dann mal kurz durchschauen.
Da ist nirgendwo was. Okay. Das Problem ist, wenn die Ananas reif ist und ich sie ernte, brauche ich ja Geld für neue Ananas. Allerdings, hi, Zack. Allerdings bekomme ich halt das Geld erst am nächsten Tag, logischerweise. Und ich glaube nicht, dass Won bis um 17 Uhr offen hat. Oder bis um 18 Uhr. Aber das kann ich ja mal nachschauen. Sonst auf jeden Fall muss ich jetzt hier mal Aqua helfen, weil sonst wird es heute nichts mehr. Was verständlich ist, weil, wie gesagt, wenn man sich das mal anschaut, wie viel der hier noch zu... Ja, aber dann Musik machen, ne? Dann Flöte spielen. So. Der tut ja fast so, als ob er nicht bezahlt wird. Dabei würde er doch bezahlt. Jeden Tag kriegt er extra 3 Kicke. So. Und sonst... Ah, hier ist oben noch gar nichts. Nein, 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 Aqua. Da waren wir aber nicht sauber. Haben wir gleich hier noch. Wunderbar. Ah, schon wieder halb tot. Gut, das schafft er noch. So, und jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich das hier mal... So. So, kurz nochmal drüber schauen. Gegossen. Scheint soweit alles zu sein. Ja, alles gegossen. Schön. Mal schauen. Den habe ich noch. Aqua. Guck mal. Da habe ich nichts mehr. Das passt eigentlich auch soweit. Ja, dann würde ich mal sagen, ich werde jetzt offscreen hier ein bisschen die Angel wieder verbessern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal direkt an Tag 20 einfach wieder. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Harvest Moon Friends of Mineral Town für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.